Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video und zum letzten heute Nacht, Freunde. Aber für alle, die neu sein sollten, aus irgendeinem Grund, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Wir werden morgen und übermorgen noch die restlichen Songs abchecken. Also auf jeden Fall Shindy noch, da freue ich mich sehr drauf. Und Samra logischerweise auch. Und dann noch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, auf Disrespect den Kleinkram, aber den Kleinkram werden wir uns das ja auch noch ein bisschen ansehen, ja? Jetzt haben wir erstmal Elif mit Schwarz. Freunde, falls ihr öfter auf meinem Kanal aktiv seid, wisst ihr, dass ich Elif sehr gerne mag, ja? Ich mag Elif sehr gerne. Ich verstehe mich auch sehr gut mit ihr. Und wir hören jetzt rein bei Schwarz, Freunde. Ich werde euch erst einmal natürlich den Link zum Album Nacht in die Beschreibung packen. Falls ihr noch nicht vorbestellt habt, macht das jetzt sehr gerne. Würde mich persönlich sehr freuen und sehr glücklich machen. Außerdem, wenn ihr das Video natürlich erstmal bei ihr seht auf dem Channel, da einen Daumen nach oben und nochmal einen Kommentar da lassen, damit das in den Trends nach oben rutscht. Wäre sehr korrekt. Jetzt hören wir rein bei Schwarz, Freunde. Das Ganze ist wieder von produziert. Hallo, produziert. Von wem ist es produziert, Freunde? Ich bin... Oh fuck, ich bin immer so schlecht, das zu finden. Ah, von Judy und Young Mash. Okay, ich habe es im Studio gesehen. Stimmt, die waren im Studio. True. Von Judy und Young Mash. Video Credits ist von Till van Loosen. Der Mann mit dem epischen Namen der Welt gefühlt. Ich freue mich sehr darauf. Wir hören rein, Freunde. Los geht's. Warum höre ich noch nichts? Warum höre ich nichts? Sind meine Kopfhörer aus? Meine Kopfhörer sind aus. Okay, jetzt höre ich was. Dann machen wir vorne. Okay. Der Einstieg war gut. Ich mag dieses. Das ist Elifs Stimme. Das ist sie. Bitte dir nochmal die Kakerlake zeigen. Das mag ich sehr gerne. Oh, diesen Flow mag ich sehr gerne. Ho, 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 ho. Die ein oder anderen Zuschauer werden sich gerade am Bildschirm auch denken, diesen Flow mag ich sehr gerne. Aber den Flow mag ich echt gerne. Angenehm. Der Einstieg. Wir hören noch mal rein, Freunde. Wir spulen noch mal ein bisschen zurück. Ihre Bewegungen dazu. Oh, bis es schwarz ist. Schön. Ich mag es immer, wenn sie ihren Kopf schüttelt. Ich weiß nicht, was es ist und ich weiß nicht, warum ich das mag, aber ich mag es, wenn sie ihren Kopf schüttelt. Mein Herz ist schwarz, Nägel schwarz, Haare kurz, Haare ab, Hose schwarz, Shirt ist schwarz, Jacke schwarz. Das sieht so satisfying irgendwie aus. Ich weiß nicht warum. Farbe ist einfach satisfying. Das sieht gut aus und schwarz-weiß auch einfach satisfying. Pass besser auf, denn das geht schnell. Das geht schnell. Hm. Neue Songs verliebt mich nur, um mich zu trennen. Du vergisst Riemen, komm nicht mit Payback. Smells like Teen Spirit in my Tape Deck. Oh, diese tiefe Stimme und dieses Englische drin. Das mag ich bei Elif gerne, dass sie so viel anderes versucht, Mann. Das Album ist jetzt schon so vielseitig, wenn man mal drüber nachdenkt, was für Songs alle schon released worden sind. Es ist so vielseitig und sie versucht so viele verschiedene Facetten von sich zu zeigen, obwohl alles dasselbe Thema Nacht und Schwarz irgendwie so ein bisschen verbindet. Finde ich das sehr, 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 sehr schön, muss ich sagen. Und sie ist auch sehr, 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 sehr schön. Also jetzt, no joke, das sieht echt creepy aus. Elif. Oh, ich kann das nicht ansehen. Das ist echt creepy. Also der normale Flo würde sagen, ist ein Poster, ist ein Poster. Aber das ist zu creepy für ein Poster. Damn. Was ist das überhaupt? Was ist das? Ist das eine, was ist das? Damn. Okay, das ist so ein bisschen, dieser Song ist so das Schwarze von ihr, der innere Dämon von ihr, so die böse, die dunkle, die schwarze Seite einfach. Oh, das war gut. Der Reverb hier war geil. Wartet. Jetzt. Ich liebe diesen Flow von ihr, dieses und dann im Hintergrund bis alles schwarz ist, mag ich sehr gerne. Und auch dieses, ich weiß nicht, dieses Musikvideo ist so creepy,
aber auch künstlerisch krass gestaltet irgendwie. Ey, ich finde das cool irgendwie. Ich bin so gelangweilt und weiß gar nicht, was ich mach. Ey, doch flieg in mein Batmobil besessen durch die Nacht. Ey, Dresscode wie ein Rabe und ich fackel alles ab. Ey, wenn du fragst, warum, ich sag nur einfach, weil ich's kann. Ich mag ihre Bewegungen, das mag ich bei Elif allgemein sehr gerne. Nicht nur die Kopfbewegungen und die Mimik, sondern halt auch allgemein die Gestik, aber diese Bewegungen, wie sie sich zu ihrer Musik bewegt, ist in allen ihren Musikvideos, finde ich immer sehr prägnant. Ich mag das sehr gerne. Gerade hier ist es sehr extrem. Damn, das ist crazy. Das ist wirklich, Schwarz ist der perfekte Songname. Es wird Nacht, ich stell den Timecode. Ice, White Shirt, ich bin im Night Mode. Ich bin im Night Mode. Ich baue es auf, mach's kaputt, brenn es ab, wie es mag. Jeden Tag, solange ich so schwarz bin. Ey, das ist schön, das ist gut. Das ist gut, Alter. Damn. Das ist gut. Boah, ich finde das echt gut. Das ist halt wirklich was anderes irgendwie, aber halt alles im selben Stil. Es ist ein sehr rundes Album, obwohl es sehr vielseitig ist. Es hat viele Seiten, aber all diese vielen Seiten bilden eine runde Kugel, Freunde, ein rundes Baby. Ein rundes Baby, was geküsst werden will. Damn. Ist halt auch wieder ein Ohrwurm. Was ich mach, ich bleib Elif und das bleibt da. Oh, perfektes Ende. Oh, ey, wie gesagt, ich liebe Elif einfach dafür, dass sie diesen Respekt vor der Kunst noch hat und vor einer Message. Für sie ist es nicht nur, ich mache einen Song mit einer Melodie. Sie hat höhere Ansprüche, künstlerische und persönliche Ansprüche, die sie immer wieder umsetzt, Und allein mit dieser letzten Zeile hat sie dem ganzen Album so viel mehr Bedeutung gegeben, als gefühlt 80% der Deutschrappers heutzutage machen. Und natürlich, sie ist immer noch mehr Pop als Rap, ja, aber ich finde sowieso kacke, immer so alles zu kategorisieren. Aber ihr wisst, was ich meine. Achtet doch mal auf die letzte Zeile einfach. Sie zählt alles auf, was sie immer schon aufgezählt hat. Ihre optischen Veränderungen, ihre optische Wandlungen, was auch immer sie durchmacht. Und dann die letzte Zeile. Schwarzhaare kurz, ganz egal, was ich mach. Ich bleib Elif und das bleibt da. Ja, okay, natürlich jetzt dieses End-Image ist natürlich sehr drastisch und krass. Da kann man jetzt viel reininterpretieren. Das würde ich jedem sich selbst überlassen. Ich möchte euch da keine Richtung lenken, wie man das interpretiert. Aber ich habe auf jeden Fall meine eigenen Gedanken dazu. Ich finde es nice. Ich finde es wirklich strong. Allein diese Endmessage, ja, die ja offensichtlich da ist, dass sie sagt, okay, egal wie ich mich verändere, was ich für Entscheidungen treffe, wie ich vielleicht mich nach außen gebe und wie ihr mich wahrnehmt, ich bin Elif und das bleibt auch so. Ich bin einfach Elif. Nehmt mich, wie ich bin Elif. Und das ist so viel mehr wert als all die anderen Musiker, was die für Messages teilweise haben. Ja, natürlich nicht alle, aber viele. Ah, das ist Kunst einfach, Freunde. Das ist einfach Kunst, ja. Elif hat einfach noch den Respekt vor der Kunst und die Liebe zu der Kunst. Und das sieht man und hört man raus, finde ich. Deswegen freue ich mich so unglaublich auf das Album, gerade weil es so vielseitig scheint, ja. Und weil es was anderes ist, was Frisches, Freunde, ja. Schreibt mir eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das originale Video abcheckt. Natürlich bei mir auch einen Daumen nach oben und ein Abo da lasst, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Bis dahin bleibt fresh, so wie immer, Freunde. Wir sehen uns morgen mit neuen Videos und ciao.